Ja, jetzt geht das Geschäft hier quasi erst richtig los. Auch wenn wir kein Geld machen. Naja, gut. Also kannst Also. du trotzdem die Einnahmen begutachten. Ja, klar, gut. Uiuiui, wie viele Leute da kommen, das ist ja echt heftig. Guck mal in die Bildschirmübertragung. Ja, ich gucke die ganze Zeit zu. Voll heftig. Ist es? Also, der Parkgeist ist die Minute offen und es sind schon 100 Leute da. Das ist echt extrem. Uiuiuiui. Also, den Leuten gefällt der Park scheinbar bisher. Nicht. Dauert natürlich ein bisschen, bis sie hier in den hinteren Bereichen alle sind. In den hinteren Bereichen. Und natürlich, der Park ist seit 2 Minuten offen und Sandschlitten hat schon wieder eine Störung. Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Minecon LP darf reparieren. Also, Minecon LP, ich warte auf dich. Hopp, hopp. Du wirst direkt gefeuert, wenn du jetzt was Falsches machst. Ja. So, wir haben gleich die 300er mit Marke schon überschritten an Besuchern. Das ist echt doch. Finde schön. Ich nicht. Wobei man sagen muss, ich spiele gerade im Moment nur mit 30 FPS, was echt wenig ist, aber liegt irgendwie ein Rollercoaster, muss ich sagen. Und die Leute wollen nicht aufhören zu kommen. Das ist ja echt. Und fahren wir noch mit den Bahnen? Ja, hier im Anfangsbereich. Die gehen jetzt auch alle hier Richtung Desert Thunder. Mal gucken, ob sich da schon die ersten anstellen, die ersten Mutigen. Ja, der erste Mutige stellt sich schon an. Bam, bam. Und wie viel muss er bezahlen? Er kratzt sich erstmal im Hinterkopf. Jetzt wurde Okay. er gerade von der Kassiererin abgezockt. Ich habe eigentlich gar nicht auf die Werte von der Bahn hier geguckt, fällt mir gerade auf. Guck da gleich mal drauf. 7, 6, ja gut, Übelkeit ist relativ niedrig, das ist gut. Erregung Auf ist hoch und Intensität ist auch hoch, das ist gut. wo steht Übelkeit? Ganz unten Übelkeitsbewertung. Achso, ja, aber ich kann das ja von dir nicht lesen, das ist halt zu klein. Achso ja, 2,52 geht eigentlich. Das geht. Das sind eigentlich ganz gute Werte. Wie Ja, sieht's bei der Dschungelfahrt natürlich. aus? Dschungelfahrt, Dschungelfahrt. Regung mittel, Intensität niedrig und Übelkeit auch niedrig. Gut, ich meine, wem wird bei sowas auch schon schlecht, aber Leute soll es ja geben, ne? Hier schon. Ja, mir wird bei allem immer schlecht. So, ich mach mal vielleicht den schnellen Vorlauf an. Wir haben gleich die 500er Marke geknackt an Besuchern. Juhu. Also der Park wächst und wächst und wächst. Ich will eigentlich warten, dass die Leute hier in den hinteren Bereiche kommen. Ah, die ersten gehen schon zu Sandschlitten. Das ist gut. Das ist gut. Ach ja. Ein Woody will ich auch noch unbedingt mal bauen. Aber. Ja, du willst das Schwerste vom Schwersten direkt bauen. Gut. Vielleicht noch eine Minenbahn oder so, mal schauen. Oh, noch schwerer. Da nimmst du dir ja vor, Mensch. So, 500 haben wir übrigens geknackt, gleich kommen die 600. Ausfallfreie Zeit 116. Ja, wir haben gut gesorgt in unserem Park. Ah, der erste Mutige stellt sich auch schon bei unserer Wildwasserbahn an. Unglaublich, also dieser tollkühne Ach Held. nee, da fährt schon der erste oder die ersten Mutigen mit hier, 2 Stück. Das sind die echten Pros, die echten Gangster, die Ich sich will trauen, auf dort eine etwas Bahn zu fahren. Spannenderes als Wildwasserbahn 1. Was denken Sie über die Bahn? Ich will was Spannenderes. Desert Sh Thunder scheint sehr lang zu sein. Ja, wie meinst du das? Stelle ich die Warteschlange? Ich kann ja mal gucken. Oh ja, guck dir mal die Warteschlange an. Übel. Die ist echt voll. Das habe ich auch lange nicht mehr erlebt, dass eine Bahn so voll ist. Machen wir gleich wieder Werbung. Aber
besten für Della Thunder. Die Bahn läuft gerade am besten. Machen wir hier quasi volle, wie soll man dazu sagen? Volles Marketing. Volles Marketing. Vielleicht noch kostenlose Eintrittskarten mal, nationale Zeitung. Zack. Gut, jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt am Eingang. Jetzt kommen nicht mehr so viele, aber... Doch. Ja, bei Death of Thunder stimmt der Preis. Warum wohl? Vielleicht, weil die waren kostenlos, ist ihr Idioten. Ach ja. Du musst mal gratis essen. Also muss man irgendwie jahrelang gratis essen machen. Und dann musst du irgendwann das Essen mal so auf 10 Cent stellen. Dann steht so, 10 Cent, das ist ja voller Wucher. Ja, also da sieht man mal, die sind etwas verwöhnt. Die lieben Leutchen. Naja. Also mir gefällt eigentlich die Wasserbahn so ganz gut ohne Stationshäuschen, muss ich sagen. Also lieber ohne Stationshäuschen als dieses hässliche Stationshäuschen, was ich da hatte, ne? Ja, das war wunderschön. Ach ja. Wie viele Leute fahren eigentlich gerade auf der Bahn damit? Kann man ja mal hier gucken. Also Kunden 640 pro Stunde. Mehr als wir im Park haben. Wartezeit beträgt derzeit 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, warum die da so rummeckern. 5 Minuten. Ich wäre glücklich, wenn ich mal so nur so lange an der Attraktion anstehen müsste. 5 Minuten? Willst du mich verarschen? Nee, damit fahre ich nicht. Nee, also wirklich, da stelle ich mich lieber bei Blue Fire eine Stunde an. Wirklich, also 5 Minuten ist viel zu lang. Das ist halt der Vorteil. Wir hätten nämlich hier Blockaufteilung nehmen können von der bei der Bahn. Ja, ich weiß, dann hätte noch eine andere. Dann würden hier nämlich nur 4 Wagen fahren, höchstens. Warte mal. 1... 2, 3, ja gut, 5 Wagen. Und so haben wir, glaube ich, weiß nicht. Auf jeden Fall mehr als 5. War gut, dass ich die Station etwas länger gemacht habe, glaube ich. Zuerst dachte ich, ja gut, die Bahn wird sowieso nicht so der Renner sein, aber doch, die Bahn ist gut besucht, wie man sieht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so gut besucht ist. Weil die Leute mögen ja keine extremen Attraktionen im Park. Wenn man das so vergleicht, du machst so eine Kinderbahn, dann steht da, diese Bahn ist mir zu extrem. Ja, da denke ich mir dann auch, okay. Ihr habt auch Probleme. Ja, bei der Bahn ja gut. Lieblingsbahn von wie vielen Leuten ist Desert-Ding jetzt? Lieblingsbahn von fast 100 Leuten, das ist echt... Ja, jetzt von 100 Leuten die Lieblingsbahn, das ist echt heftig. Das ist übel. Das gibt's ja nicht. So, vielleicht noch irgendwelche Gedanken zu den Bahnen. Ich will auf etwas Spannenderes. Na gut. Die Wasserbahn geht ein bisschen unter. 3 Gäste und 64 Kunden pro Stunde und Kunden insgesamt 10 Stück. Das ist natürlich jetzt... nicht so viel. Also ich habe ja eine Minenbahn gebaut auf meinem privaten Park und die hat mittlerweile, glaube ich, über 13.000 Kunden gehabt. Desert Thunder legt auch ganz gut los hier mit 141 Kunden. Also, ja, und hier 300 Kunden, 144 Kunden, ja doch, die legen hier eigentlich ganz gut los. Und hier hinten die Odyssee-Fahrt, wahrscheinlich noch gar keine Kunden, oder? Ja. Gut, hier hinten hat sich auch bisher noch keiner hin verirrt, muss man ja so sagen. Immer diese verbrecherischen Kunden, ey, schlimm ist das. Gut, hier hinten laufen halt noch kaum Leute rum, ich kann ja mal Nacht machen. Unser Park bei Nacht. Wunderschön. Wunderschön. Leute. Ja. Also ist wirklich herzallerliebst. Mir gefällt hier bei Desert Thunder diese Feuerdinger hier. Ja, die sind cool. Na gut, dann würde ich sagen, bauen wir vielleicht noch zwei, drei kleinere Attraktionen hier hinten hin, dass wir die Leute auch in den hinteren Bereich locken können. Die hat immer irgendwie in den hinteren Bereich. Ja. Vielleicht hier so eine Disco-Scheibe. Überlegen, wie ich die hier platziere. Vielleicht soll ich so einen unsichtbaren Eingang wieder machen.
Ja, ich würde immer unsichtbare Eingänge machen, die finde ich immer schöner. Und Ausgänge eigentlich auch so unsichtbar, oder? Ja, natürlich, also wenn auch, als auch. Wobei, Ausgänge sollten wir vielleicht doch richtige hinmachen. Aber Eingänge können ruhig durchsichtige sein, weil es ja in echten Freizeitparks auch so, dass man so richtige Ausgänge da hat. So, dann hier so eine kleine Warteschlange. So, ich bin gerade in dem Wartungsbereich meiner Achterbahn. Und Dauer zieht sich. Mache da gerade ein paar Autos hin und Mechaniker, die da hin und rumstapfen. okay, mir fällt gerade ein, dass ich die ganzen Bahnen hier alle gar nicht umbenannt habe. Könnt ihr eigentlich mal machen. Also ihr könnt immer Namensvorschläge posten, egal zu welchem Part. Ihr müsst mir nur schreiben, zu welcher Bahn bzw. wie die Bahn gerade heißt. Dann benenne ich die um, weil wenn ihr halt sagt, keine Ahnung, Dschungeltour, dann weiß ich auch nicht, was er damit meint. Meint ihr jetzt die Discoscheibe? Meint ihr jetzt, was weiß ich, die Bootsfahrt? Meint ihr den Desert Thunder? Also, ihr müsst immer dazu schreiben, welche Bahn ihr meint. Das, upsala, falsche Bodenplatten. Asphalt, das waren die richtigen. Ich bin dumm, ich habe mir doch so ein Preset da gespeichert da, weißt du, für die Bodenplatten. Ach ja, genau. Na gut, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Jetzt ist es auch zu spät Das, was eigentlich. ich ja vorgeschlagen hatte. Da denke ich aber irgendwie nie dran. Ja, Rollercoaster müsste man immer so viel machen, dann vergisst man alles. Das ist echt so. Man möchte ja für die Kunden nur das Beste. Das Beste für ihr Geld. So, brauchen wir hier noch Farben für die Warteschlange. Vielleicht nichts zu knalliges. Puh, da knallt einem ja das Auge weg. Gut, das Rot ist vielleicht dann doch etwas zu heftig. Ja, das sieht schon besser aus. So, dann brauchen wir Big Burgers Extended Cover. Covers. Das Matze-Cover. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich genau hier. Meine geliebten Hecken. So. In der Hedgework das Richtige für dich. Hedgework, was ist denn das, wenn ich fragen darf? Das ist halt ein Pack, was aus Hecken besteht. Nur aus Hecken, aus runden Hecken, aus gebogenen Hecken, aus Hecken. Muss mir nachher mal schicken, wenn du es hast. Ja, habe ich. Natürlich, aber wenn ich dir davon erzähle, dann habe ich es meistens auch. Du musst mir vielleicht nachher nochmal alle Dinger hier sagen, die Naja. du mir geschickt hast, weil ich mache mir deine Textdatei, dann kann ich das nämlich auch in die Videobeschreibung packen von dem Rollercoaster Let's Play, dass die Leute die dann auch runterladen können und dann den Park dann auch irgendwann dann spielen können. Übrigens, ich wurde auch gefragt, ob ich den Park irgendwann zum Download anbiete. Natürlich werde ich ihn zum Download anbieten. Nur wann, das weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht, also lasst euch da mal überraschen. Das wird schon passieren. Ich hab's nicht vergessen, keine Angst. So. Absolute Lüge. Ja, ist klar, Exo. Was? Ich hab nichts gesagt. So. Dann, ich hoffe, man hört meine Mutter jetzt nicht staubsaugen. Doch, genau wie mit dem letzten Mal beim Ah, ich krieg Fleischklopfen. die Krise, ey. Die wissen genau, dass ich aufnehme. Sie wissen es einfach. Ich glaube, die haben echt Spaß daran, mich zu ärgern. Ich weiß auch nicht. Jetzt gehst du dahin.
und gibt seiner Mutter eine Schelle. Ui, ui, so ich hatte...